ganz schlecht gelaunt. Form erstmal nicht. Au. Heldenform hat sich weiterentwickelt. Ups, ich wurde aufgefressen. War's das schon? Sieht schon ein bisschen gefährlicher aus. Kann aber auch wieder diese lustigen Fähigkeiten. Ach, ist unsichtbar. Yay! Vorleuchter Kreise! Verstecken kann. Na, so. Oh, ich kann auch Kreise spielen.
Fertig! Ach, das war schön. Also zumindest für mich. Was glaubt ihr? Xaldin! Wo sitzt ihr? Tja, und immer ab. Was will er hier? Angsthasen. Er muss von der Organisation 13 sein. Schon von den Niemanden gehört? Wird eine charakterstarke Person in den Herzlosen verwandelt, entsteht dabei auch ein Niemand. Und die Organisation hat die Kontrolle über jeden dieser Niemande. Das stimmt. Sie wollten aus dir einen Herzlosen machen, damit sie so an deinen Niemand herankommen und ihn kontrollieren können. Es geht euch gut. Bell! Bell! Es tut mir leid, ich war nicht ich selbst. Hoffentlich habe ich dir nicht wehgetan. Vergib mir. Ich weiß, dass du nicht du selbst warst. Du musst dich nicht entschuldigen. Aber ich hatte gehofft, dass du dich vielleicht etwas geändert hast. Wenn du mir doch nur endlich vertrauen könntest. Chitalor, unterbeleucht uns doch die Zeit davon. Wie meinst du das? Erinnerst du dich an die Rose? Aus der Beachtung bin ich. Ganz recht. Wenn er lernt, eine Frau zu lieben und ihre Liebe zu gewinnen, bevor das letzte Blütenblatt gefallen ist, ist der Bann gebrochen. Echt? Meint ihr, er kriegt das hin? Wir glauben schon. Ja, ich glaube, ihr habt recht. Ich hoffe, ihr habt recht. Und das nächste Schlüsselloch. Was ist geschehen? Das Tor ist offen! Müsst ihr jetzt gehen? Ja. Und nicht mehr streiten? Ja. Dafür sorgen wir. Passt auf euch auf. Ihr seid hier jederzeit willkommen. Hört ihr irgendwas von Riku, dem König, den Herzlosen, der Organisation, was es auch ist, gebt uns Bescheid. Okay, wir müssen los. Endlich, Vita. MP-Verbrauch alle. Na super. Hey, Moment mal. Bewegt sich das Schiff von alleine? Yep, wie es aussieht, nehmen wir Kurs auf Hollow Bastion. Na sowas. Obwohl was passiert ist? Oh, oh.
Kommt! Oh, der arme Merlin. Also wirklich, ihr drei habt euch aber Zeit gelassen. Dann hast du uns also herbeordert, Merlin? In der Tat, aber offensichtlich habe ich dabei zu viel Kraft eingesetzt und damit die Herzlosen auf den Plan gerufen. Was ist denn passiert? Nun ja, seht doch mal her, was ich gefunden habe. Puhs Bilderbuch. So ist es. Ich weiß, dass du und Winnie Pooh befreundet seid, deshalb habe ich euch hergerufen. Und dann wurde ich von Herzlosen angegriffen. Ich habe mich mit mächtiger Magie gewehrt. Aber dann hatte ich Sorge, das Buch könnte dabei beschädigt werden. Also, wartet einen Moment. Ich hole besser Leon und die anderen, bevor ich weiterspreche. Bin gleich wieder da. Wie es Pooh und den anderen wohl geht? Schiede, ja! Ja! So, Buch ansehen. Sora! Lass dir eine Ausrede einfallen. Wunderbar. Ob Pooh wohl zu Hause ist? Das wäre doch schön. So. Sieht ein wenig anders aus. Da ist er, der Puhbär. Hundertmal alt. So, erst umschauen, dann mit Pooh reden. Ja. Ja. Na gut. Vitamin mit Röltropfen. Die Karte vom 100 Morgenwald. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ist drin irgendwas? Niedliche Vorhänge. Na gut, reden wir mal mit Pooh. Tag, Pooh, wie geht's dir? Hoffentlich hast du auch immer genug Honig. Oh ja. Weißt du, ich wollte gerade meine Beleibtheitsübungen machen. Willst du mitmachen, Sora? Klar, ich mach mit. Oh nein, wo ist eingefroren? Und mal wieder Herzloser. Tippe ich einfach mal. Yep. Sora, hast du das Buch dabei? Oh nein. Oh, hey!